Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Stadt Bach, unserem Oldtimer-Projekt. Ich habe jetzt schon mal die Sandmaschine angehängt, hier Ballenbretter rausgefahren, dass wir halt daher kommen. Da hinten war sie ja drin gestanden. Und ich würde sagen, wir füllen es jetzt mal mit Ackergras zusammen auf. Leute, ist auch schon warm gelaufen, 4:30 ist jetzt auch. So. Das haben wir jetzt halt hier, das sind 600 Liter Ackergras. Nur mal, dass wir die alle neu kriegen. Oder, ja, ist ja nicht schlimm, wenn nicht alle neu gehen. Jetzt sieht sie auch unsere Verhaubude da. Oh, oh, oh. Ja, da liegt auch noch so ein Backerl Dünger. PCR6. Da. Da im Benzinfass. Ich glaube, da ist sogar noch was drin. Oh, aber dann schlecht. So, oh, kriegt man noch was? Nein. Ja, schmeiß mir nur einen Sack. Nein. So. Ich denke, das passt, oder? Wie viel haben wir denn drin? Ah. Das. Ja, komm, füll mal den einen nur. Nein. Wenn es noch geht, ich weiß echt nicht, wie viel der da Verbrauch ist. Nicht mehr, dann schauen wir es halt wieder raus und ich sage, okay, ich behalte jetzt mal, ich habe die jetzt wieder neu gelegt, dann wird es schon wieder gehen. So, ich würde jetzt aber sagen, ich drehe die nochmal ab, um einfach schauen, ob das jetzt so funktioniert. Das ist jetzt erst das zweite Jahr, wo die Saat. Und ja, bis gleich, ich drehe schon schnell ab. So, da bin ich wieder, ich habe es jetzt schon schnell abgedreht. Passt alles einwandfrei, Einstellungen haben soweit passt. Ich würde sagen, wir fahren auch schon gleich einmal los. So. Da würde ich sagen, starten wir jetzt aber nochmal in den Zeitraffer. So wie das letzte Mal und da geht wieder der Tank leer. Nein, diesmal nicht. Der ist ja noch relativ voll. Bisschen aufpassen da. Genau, ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß in der Zeitrafferaufnahme. Oh, da sind wir jetzt wieder aus der Zeitrafferaufnahme zurück. Wir sind am Feld angekommen. Da, rechts von uns. Genau, hat alles passt. Nicht wundern wegen den GPS-Seitendingern. Der hat kein GPS. Keine Ahnung, warum das da ist. Weiß ich nicht. Ist aber auch egal, ich benutze es einfach nicht. Dann wird das schon passen.
So, fahren wir mal hier rein. Und dann schauen wir einfach mal zusammen, wie es so funktioniert. Ui, ui, ui. Geht das jetzt so? Ja, müsste eigentlich funktionieren. Aber fahren wir nochmal rückwärts. Ticken. Bleiben wir mal da stehen. Wie schnell fahren wir? Ich würde sagen, mal 7 km/h, das reicht gut. Machen wir es immer an. Ja gar keinen Sound. So, sehr mal schön. Ah, schaut doch ganz gut aus. Mal so was das Ergebnis an. Ja, ich meine, passt schon. Können wir auch nochmal hier kurz nachschauen. Bisschen Ackergras passt. So, dann würde ich jetzt aber sagen, starten wir nochmal in eine kleine Zeitraffer. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, bis gleich.
Das Aggergras ist drin. Hat auch alles soweit gepasst. Gab keine Probleme. Genau, Deutsch hat gut durchgehalten. Ich muss jetzt halt nochmal hoch zu meiner Hangwiese fahren, die wir das letzte Mal schon begutachtet haben. Aus der Ferne, da will ich jetzt mal näher hin. Und insgesamt mal einen Eingang finden. Solange es denn irgendwie mal überhaupt eine gibt. Da drum ist sie ja jetzt. Da gibt es einen Eingang. Gucken wir mal da runter. Da hoch. Da runter. Sie, ja, geht schon ganz schön hoch da. So. Das hier müsste jetzt halt die Wiese sein. Halt. So, machen wir mal schnell den Motor aus. Also das ist ewig steil, wie man ja sieht. Da ist die Frage, also mähen, selbst wenn man es mit diesem Handbalkenmäher mähen. Erstens mal, wie wollen wir schwadern? Und zweitens mal, wie wollen wir es einfahren? Es ist echt schwierig. Weil an dem Hang brauchst du nichts irgendwie einfahren. Geschweige denn schwadern, also das kannst du ja vergessen. Wir können jetzt am Ende vom Jahr einmal abmähen mit Balkenmäher, das halt so umgemulcht quasi sozusagen ist, keine Ahnung. Das war's dann auch, vielleicht, ja, wollen da ein paar ihre Bienen hinstellen. Also wirklich machen kannst du da nichts. Hätte ich jetzt gesagt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Vielleicht wollt ihr ja da drauf rumfahren. Ich auf jeden Fall nicht. Na, also das ist mir... so, vor allem wir brauchen das ganze Heu bzw. Gras. Alles gar nicht unbedingt. Von dem her ist das halt zu viel Anstrengung für eigentlich nichts. Von dem her, wenn wir sagen, wir tun es am Ende einfach mal ummähen, liegen lassen, passt alles. Ja, ich muss nur überlegen. Hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Morgen ist ja auch Regentag, gesagt. Ja, wir haben einen Wald, da könnte man theoretisch hinfahren. Ja, wenn der Regenpause drin ist, würde ich mal das Ackergras nochmal düngen. Mit einem Kunstdünger halt. Einfach, dass das ein bisschen was drüber hat. Aber wirklich in der Regenpause, wenn es denn eine gibt. Sonst vielleicht im Wald, dann die ganzen Kisten müssen wir füllen mit den Kartoffeln und mit was weiß ich noch alles. Also zu tun ist auf jeden Fall was. Genau. Ich weiß auch immer noch nicht, wie da der schnellste Weg nach Hause ist. Ah, ich hasse diese Autos, die fahren immer mitten auf der Straße. Das wäre immer blöd. Aber ich habe gehört, das war in der alten Stappenbach Hausche so. Halt. Das Schild nicht mitnehmen. Das ist aber auch viel befahren hier. Was wollen denn die? Hey, wo wollen denn die alle hin? Ja, genau. 17:44 ist jetzt. Also Uhr. Haben es eigentlich echt schnell reingekriegt, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir sind bestimmt bis 19 Uhr draußen. Ah, der Wasserfall, der ist auch. Also schön ist hier schon in dem Ort, wo wir sind. Stappenbach, Oberfranken. Macht schon was her alles. Vor allem, wenn man dann nur so kleinen Betrieb hat. Ah, ist schon richtig schön. Genau. Und der Vater, der Deutz. Im Schatten habe ich sogar schon ein bisschen Licht braucht. Aber in der Sonne ist ja nur hell wie nix. Wir bräuchten, also wegen der Wiese nochmal, wir hätten anhand mehr, also so ein Einachser. Wenn wir jetzt einen Einachser-Schwader oder so hätten, dann hätte ich es gewagt. Hätte das ganze Heu, also ich würde dann Heu machen,
Hätte ich dann runtergewendet. Runtergeschwadet, Entschuldigung. Runtergeschwadet. Uiuiui. Das. Und dann unten mit dem Ladewagen aufsammelt. Aber ich muss mal schauen, weil es gibt ja mehrere Berghänge hier. Es gibt echt mehrere. Vielleicht hat da wirklich irgendwer so ein richtiges Bergfahrzeug, wo man dann rauffahren kann. Muss ich mir mal ein bisschen erkundigen. Aber wird, denke ich, wird sich schon was ergeben, weil es, ich finde es halt echt einfach schade, das dann liegen zu lassen und alles. Ist halt doch Material. Du brauchst zwar nicht unbedingt, aber ist halt doch schön. So. Genau. Da steht jetzt die Sämaschine. Da steht nur der Eiche mit der Ecken. Genau, den da brauche ich dann auch noch. Den brauche ich nicht einmal. Genau, nochmal schnell zu den Schweinen schauen. Ah, denen geht's doch gut. Schaut doch schön aus. Ja. Alles schön, so wie es sein soll. Wasser haben's auch noch. Genau. Jo, genau. Ich würde sagen, ich fütter jetzt noch die Schweine. Und dann ginge ich auch zum Abendessen. Nein. Wir können jetzt dann gleich nochmal auf Wetterbericht schauen, wenn ich hier draußen bin. So, Wetterbericht. Genau. Heute Nacht fängt es oh. Bis dann eigentlich den ganzen Tag durch soll es regnen. Ja. Schauen wir mal, was wir morgen machen. Ich würde jetzt hier sagen, ich beende hier jetzt die Folge. Ich, wie schon gesagt, fütter die Schweine, räume hier nur ein bisschen auf, tu Abendessen. Geh eine, schneide ein paar Videos. Mal schauen, wie es sich noch ergibt. Aber ich würde sagen, servus miteinander.